Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Samstag, den 11.02.23, der auf den Kopf steht. So, gucken wir mal, ob dieser Tag uns auf den Kopf steht. So, wir sind am Wochenende, die meisten jedenfalls von uns. Die es nicht sind, sollen sich trotzdem schöne Tage machen. Die es sind, sollen die Tage genießen, sich freuen, eins sein mit sich und der Welt. Schauen wir mal, was wir kriegen am Samstag. Oh, unbekannte oder offizielle Person. Ganz plötzlich schöne Dinge erleben und nervig. Ja, das kann man jetzt beides sagen. Also, ich würde sagen, ein Teil hat hier eine, sagen wir mal, einfach unbekannte Person, weil Samstag ist, da ist offiziell jetzt weniger. Sagen wir mal, eine unbekannte Person, die auf einmal nervt oder die auf einmal schöne Dinge bringt. Und das passiert ganz plötzlich. Wenn du irgendwo unterwegs bist, ist egal wo, wirst du vielleicht einen unbekannten, einen fremden Menschen kennenlernen. Ganz kurz, ganz lang, vollkommen wurscht, der tierisch auf den Nerv geht oder der irgendwie sympathisch ist, mit dir lacht oder. Da muss gar nicht viel dahinter sein. Irgendwie spielt der an diesem Samstag eine Rolle für dich, sagen wir mal. Was für eine Rolle hat er denn? Ah, er bringt bestimmte Energien mit oder erweckt in dir bestimmte Energien, bestimmte Ideen. Oh, auch Energien der Lügen bringen er mit. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht hier. Hier plötzlich manifestiert sich hier etwas für den einen oder anderen. Und hier haben wir unseren Herrn. Das ist jetzt zum Beispiel eine kleine Eifersuchtsszene, die hier liegt. Und zwar hier lernt man jede Frau, ist wurscht, jeder eine unbekannte Person kennen. Wo die Energien passen. Wo die Energien einfach passen. Das hat man sich manifestiert. Das hat man sich auch so manifestiert, dass wenn du selbst hinter einem Partner hast, Frau oder Mann, vollkommen wurscht, weil das ist in so einem großen kalten Bild immer alle Geschlechter, die du dir vorstellen kannst. Das ist lustig. Beide Geschlechter, sagen wir mal so. Du hast einen Partner und sagst jetzt im Leben, wenn der nur so und so und so noch wäre, oder wenn er das und das nicht machen würde, oder, dann wäre es der ideale Partner. Und auf einmal kommt er. Auf einmal kommt ein Mensch in deine Umgebung, dein Wirkungskreis, der auf einmal diese Eigenschaft hat, die du an deinem Partner gern haben wollen würdest. Da muss jetzt noch gar nichts Großartiges passieren, aber du lernst den kennen. Und auf einmal zeigt er dir schöne Dinge und vor allem er zeigt dir, wo der Partner lügt. Also wo der Partner, lügt ist jetzt weit. Also nicht lügt, sondern vielleicht nicht so ist oder eine Lüge lebt oder. Also wenn jetzt diese Person Gefühle zeigen kann und dein Partner tut sich schwer damit, lebt er eine Lüge, denn jeder hat Gefühle, er traut sich, sich zu zeigen. Also sehe die Lüge nicht, wie der lügt mich an, sondern im weitesten Sinne eine Lüge. Das nervt natürlich den Partner, weil er ja auch merkt, da funkt's oder da passt irgendwas zwischen den zwei und der hat das, was ich nicht kann. Also das nervt hier im richtigen Leben. Ob das jetzt, das nennt man im großen Sinn Eifersucht, denn man ist ja nur eifersüchtig, wenn man an dem Objekt der Eifersucht etwas feststellt, was man selber nicht hat oder selber nicht kann. Wenn man sich selber so in seiner Mitte wäre, dann würde der Mensch da dich überhaupt nicht stören. Also das ist halt auch einer, der meinem Partner auf einer Wellenlänge liegt. Aber ich muss ja nicht eifersüchtig sein, das tue ich ja auch. Also das muss man sich mal jeder hinterfragen, der eifersüchtig ist. Warum? Denn da liegt immer ein Mangel dahinter. Ich kann das nicht, ich habe das nicht, ich bin zu wenig. Immer. So, dann haben wir hier Leidenschaft, Arbeit, Heilung. Und Emotionen. Okay. Wollte ich gerade sagen, weil ich gesagt habe, es liegt immer etwas an einem selber. Also es wird ihm immer was gezeigt mit Eifersucht. Jetzt kommt natürlich in, was ich auch schon öfter gehört habe, ja, ich wäre ja nicht eifersüchtig, aber
er ist ja schon oder sie ist ja schon fremdgegangen oder er flirtet andauernd mit anderen oder er sieht mich nicht mehr oder. Und da muss ich jetzt leider zum Leidwesen jeden Menschen sagen, bist ja auch selber schuld. Denn du fühlst dich so. Du fühlst dich hintergangen. Lassen wir mal das Fremdgehen jetzt mal schnell außen vor. Mache ich nachher. Aber er findet andere schöner, er schaut anderen Leuten hinterher oder bla bla bla. Dann fühlt man sich übergangen, man fühlt sich klein, weil der ja das schöner hat und der das schöner ist und der das besser kann und ich das alles nicht kann. Ich bin ja gar nichts. Das heißt, das ist ein Kleinfühlen, ein sich nicht geliebt fühlen oder. Wenn der Partner jetzt schon fremdgegangen ist, dann ist das ein großes Zeichen. Da passt was gewaltig nicht in dieser Situation. Also entweder es ist nicht wirklich eine Liebe, es kann zwar sein, dass ich den Partner liebe, aber er mich nicht so sehr. Oder aber, und was auch leider vorkommt, ist, dass ich ihn eigentlich wegtreibe, aus meinen Armen treibe, indem ich unzufrieden mit mir andauernd bin und das, ja, so wie es viele Menschen machen, es am Partner auslassen. Da passt dann das nicht, da passt das nicht, da passt das nicht und da kannst du das noch machen und der macht dann auch das und meckert halt nicht und ba, 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 ba. So treibt man einen Partner auch von sich weg. Auch das ist hier drin. Ich tue mir relativ leicht, das zu sagen, da ich sehr wenig Eifersucht kenne. Habe ich noch nie gekannt. Ich war schon immer ein selbstbewusstes Mädchen schon. Also da hatte ich noch nie Probleme. Und ich habe in irgendeinem Video mal erzählt, dass mein erster Mann mir permanent, nicht permanent, aber er ging mir fremd und ich wusste es. Und das war okay, für mich völlig okay so. Ich hatte aber nie ein Eifersuchtsproblem. Das war ein ganz anderes Problem, das will ich ja gar nicht ausbreiten, dessen ich mir aber bewusst war. Und mein Mann hat mich trotzdem auf Händen getragen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mein erster Mann hat mich auf Händen getragen. Ich war seine Prinzessin. Hatte ganz andere Sachen, aber da war ich mir dessen bewusst. Okay, wollte ich jetzt bloß dazu sagen, dass auch, wenn jemand fremd geht, dass man den entweder, man wird wirklich nicht geliebt, man ist Mittel zum Zweck oder die Beziehung ist schon lang zu Ende, man tut es bloß nicht wegen die Kinder, wegen Geld, wegen weiß ich was, vielleicht alles, dann ist es ein großes Signal, die Beziehung ist schon lang zu Ende. Oder eben, man treibt ihn weg. Oder sie weg, das geht genauso. Also, und hier steht, dieses Wochenende, diesen Samstag, zeigt dir das Leben. Personen, die das haben, die Energie haben, ist egal, wie sie ausgedrückt werden, die du eigentlich haben wollen würdest, das nervt dich, weil eben der Partner dessen anspricht oder so. Das kann ganz profan sein, wie irgendein Fernsehfilm. Und dein Partner sagt, oh, die Frau ist toll oder der Mann ist toll. Vollkommen wurscht. Und du kriegst so einen kleinen Stich ins Herz, obwohl es ein Schauspieler ist, der irgendwo, was weiß ich wo ist, also vollkommen irrelevant. Und trotzdem kriegst du einen Stich ins Herz, wo sich der Partner wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht hat. Auch sowas, so eine Kleinigkeit kann es sein, weil dadurch eben deine eigenen Lügen, die du lebst, aufgedeckt werden, die du nicht hinschauen willst. Und hier heißt, dieses Wochenende hast du die Chance, die auch zu erkennen, an dem, dass es dich nervt. Und dann, wenn du dann an der Lüge arbeitest, also wirklich hinschaust, denn in Wirklichkeit ist sie eine Emotion. Nochmal, Emotionen und Gefühle sind zwei Paar Stiefeln. Emotion ist immer gekoppelt an einer Vergangenheit. Immer. Wenn du jetzt eben dein Partner, keine Ahnung, guckt irgendeinen anderen hinterher, und dich nervt es. Jetzt guckt dir der schon wieder auf den Arsch. Oder dem schon wieder irgendwo hin. Was weiß ich. Vollkommen wurscht. Da muss jetzt gar nicht großartig was entstehen, aber es nervt. In diesem Moment solltest du eigentlich innehalten und sagen, okay, das muss ich mir jetzt merken. Und wenn ich Zeit habe, gucke ich. Denn warum nervt mich, dass mein Partner einen anderen Fremden nachschaut? Weil ich mir klein vorkomme, weil er nicht mich als Mittelpunkt hat, weil er mich vielleicht weniger lieben könnte, weil ich nicht genug bin. Und das kommt alles aus der Vergangenheit. Ich habe vielleicht als Kind eine Schwester gehabt, die einfach hübsch war, hübscher wie ich war. Und die meines Gefühlsmäßig
immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das muss gar nicht stimmen. Das kann auch als Kind völlig fehlinterpretiert werden. Dass sie zu meiner Schwester immer gesagt hat, ach, du bist eine Hübsche. Zu mir immer gesagt hat, ach, du bist unsere Kluge. Aber zu mir haben sie nie gesagt, du bist die Hübsche. Das ist genauso für manche Kinder dramatisch wie was anderes. Da wurden sie zwar auch gleich, aber die andere war immer hübscher. Ich war nie hübsch. Und dann hat man ein Problem kriegen mit dem Selbstwertgefühl, weil ich ja nicht hübsch bin, ich bin ja bloß klug. Und folgedessen kriege ich Eifersucht, wenn mein Partner jemand anders anguckt, weil der ja schon wieder hübscher ist wie ich. Und das, siehst du, ist eine Emotion, die aus der Vergangenheit kommt. Genauso kann man die feststellen. Das ist irgendwie. Und das ist überhaupt nichts Böses. Das Beispiel, was ich gerade gesagt habe mit den zwei Mädeln, da meinen die Eltern, die heben beide Töchter hoch und meinen es gut zu machen, dass ein Kind auf die Idee kommt, trotzdem vernachlässigt zu sein, weil der andere, die andere hübscher ist oder der andere klüger ist. Auf die Idee kommt man als Mutter oder Vater nicht. Und man probiert ja sowieso gleichmäßig zu loben, zu alles Mögliche zu machen. Aufmerksamkeit zu schenken, Geschenke zu geben, alles irgendwie gleich, dass sich keiner benachteiligt fühlt. Und trotzdem passiert's, weil man als Kind Sachen ganz anders empfindet und sieht. Da können die Eltern überhaupt nichts dafür. Also brauchst du da auch nichts denken, wenn du jetzt irgendwas hast. Zum Beispiel, du bist nicht hübsch genug oder andere sind hübscher, sagen wir mal so. Dass dadurch sowas entstand, deine Eifersucht oder dein weniges Selbstwertgefühl, da können die Eltern nichts dafür. Sie haben es auch nicht absichtlich gemacht und du kannst auch nichts dafür. Na, wir können überhaupt nichts dafür, für solche Idiotensachen. Ich sag bis zu, von 0 bis 7, nehmen wir, bis 6, nehmen wir alles ungefragt als Wahrheit auf. Ist egal, was es ist, ob das ein Satz ist, den wir aufschnappen, wenn es Erwachsene reden, wo ich den Zusammenhang mit 4 Jahren überhaupt nicht kenne, oder mit 5, ist vollkommen wurscht, aber das genauso auffasst. Das ist für mich genauso prägend wie, deine Schwester ist hübsch, du nicht. So sagen sie es ja gar nicht, aber so fasst du es auf. Darum sage ich, das kann überhaupt niemand verhindern, das geht gar nicht. Soll man auch gar nicht, also das ist ja nicht die Aufgabe, weil darum wachst du ja in dieser, darum hast du dich in diese Familie rein gebären lassen, mit diesem Defizit der Eltern oder mit den Optimalen der Schwester oder, wie auch immer, um dir das zu zeigen, dass du das hier aufbaust, das ist ja eigentlich absichtlich gemacht. Das hast du ja selber konstruiert, dass du das aufbauen kannst, um es zu erleben und dann wieder abzulegen. Nur um es einmal erlebt zu haben. Und das ist das Problem, was wir Menschen machen. Wir haben ein Problem. Wir merken, wir sind eifersüchtig. Wir merken, unser Selbstgefühl ist nicht gut. Aber wir tun nichts dagegen. Wir behalten das. Das ist Blödsinn. Das brauchen wir nicht. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Dann kann ich sagen, okay, ich habe gelernt. Ich habe zu wenig Selbstwertgefühl. Ich brauche dieses Gefühl nicht mehr. Ich kann es wieder ablegen. Und das geht, indem man an sich arbeitet. Und wenn du erwachsen bist oder größer bist, dann weißt du ja, dass Schönheit alleine nicht weiterbringt, dass Klugheit alleine auch nicht weiterbringt, dass viel, viel mehr dazu gehört, ein erwachsener und erwachsener Mensch zu werden, der wirklich diese Ziele erreicht, die er will. Da braucht er alles Mögliche. Da braucht er vielleicht Redegewandtheit, da braucht er vielleicht auch ein gutes Aussehen, Klugheit. Nein, gutes Aussehen braucht man nicht mal, aber ist egal, wie ein Mensch aussieht, ganz ehrlich. Das merkst du an Schauspielern. Es gibt Bilder von Schauspielern, die völlig geschminkt und gestylt wunderschön sind. Und dann siehst du zufällig ein Bild ungeschminkt von der gleichen Schauspielerin beim Einkaufen. Die wirst du nicht anschauen. Das alleine macht Schminke bei Mädels. Und bei Männern ist es ähnlich. Es gibt Männer, die schauen ganz fürchterlich aus. Und wenn sie dann rasiert sind oder einen Bart haben, je nachdem, einen guten Haarschnitt haben oder, schauen die auch wieder ganz anders aus. Also man kann aus jedem etwas machen, aus jedem. Und darum ist es überhaupt blödsinnig zu sagen, ich bin nicht schön. Das ist Quatsch. Jeder ist schön, auf seine Art und Weise. Und du wirst immer den ansprechen, den du auch ansprechen, nicht ansprechen sollst, sondern wo die Energie passt. Und es gibt so viel hübsche Menschen, die mit aus meiner Sicht,
mit hässlichen Menschen verheiratet sind. Wo ich sage, wo hat denn der hingeguckt? Ja, weil die hat was anderes. Oder er hat was anderes. Das sind Energien. Du brauchst da, na gut, wollen wir auf Prominente nicht eingehen, warum die heiraten, ist wieder was anderes. Aber ich kenne es auch für ganz normale Menschen, wo ich sage, oh, geht gar nicht. Aber meiner Ansicht nach, weil ich den nicht wünsche oder sie nicht schön finde. Andere finden es schön, siehst du es ja. Also hat das mit dem überhaupt nichts zu tun und das zeigt uns das Leben. Und mit diesen Argumenten, mit diesen Überlegungen kannst du deine Lügen, ist egal wo die sind, ich bin nicht klug genug oder, völlig ausmerzen und peu à peu diese Emotionen ablegen. Und dann heilst du. Und dann bist du für deinen Mann auch wieder genug, weil du glaubst, dass du genug bist. Es hängt immer nur von dir ab. Nicht der Mann muss glauben, du bist genug. Du musst glauben, du bist genug. Dann bist du nicht eifersüchtig. Solange der Mann das glaubt, der kann dich in den Himmel heben, der kann dir erzählen, was er will. Du glaubst es nicht, solange es du selber nicht für dich glaubst. Dann ist okay. Das ist die Krux von der ganzen Sache. Sag also, es kann nie ein Mensch mein Leben erfüllen oder mein Leben glücklich machen. Das kann ich nur selber. Indem ich eben diese Emotionen, die aus der Vergangenheit kommen, die wir brauchen, um uns zu entwickeln, um etwas zu lernen, um das zu erfahren, was wir erfahren wollen, brauchen wir die. Aber wenn wir es erlebt haben, brauchen wir sie nicht mehr. Ich muss die nicht mein Leben lang behalten. So, also, du merkst es das Wochenende an das, was dich nervt, das ärgert, das nervt dich bloß. Es ist nicht mal großartiger Ärger, es nervt dich bloß. Und da steckt deine eigene Lüge drin. Merkst du meistens, weil der Partner hier irgendwelche Energien hat oder auch vielleicht neue Energien plötzlich entwickelt, die dir auch nicht gefallen. Die können ganz profan sein. Er interessiert sich auf einmal fürs Bergsteigen. Oder sie, ist ja egal. Vor dem hast du gar nichts am Hut. Da nervt dich das. Was soll denn das auf einmal? Auch das kann jetzt sein. Also es kann aus ganz verschiedenen Arten kommen. So. Und wenn wir jetzt hier energetisch reinschauen, okay, dann kommen hier ganz neue Energien auf eine neue Art und Weise plötzlich in dein Leben, die helfen sollen, deine Manifestationen zu erkennen und in die Heilung zu bringen. Denn in den meisten Manifestationen sind Emotionen und Lügen verknüpft, weil man nur das Augenscheinliche sieht. Ich kann nur glücklich werden, wenn ich viel Geld habe, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel etwas, wo sich ganz viele so denken, wenn ich jetzt viel Geld hätte, dann wäre ich glücklich. Nein, das ist ein totaler Trugschluss. Es gibt ja das Sprichwort, Geld macht nicht glücklich. Das stimmt auch nicht. Geld macht schon glücklich, aber nicht auf diese Art und Weise, wie diese Menschen, die sagen, Geld, nur wenn ich Geld habe, bin ich glücklich, meinen. Wie soll ich das erklären? Hinter diesen Geldsorgen und hinter diesem Spruch, ich brauche Geld, um glücklich zu sein, liegt was anderes. Liegt zum Beispiel Unsicherheit, liegt einfach nur der Wunsch, eine Plattform zu haben, einen Anker zu haben. Weil gerade finanzielle Sorgen in unserer Zeit sind für uns so vorherrschend. So ohne Geld können wir nicht leben. Es ist so. Also keiner von uns kann ohne Geld leben, außer er lebt auf einer einsamen Insel. Anders geht's eigentlich gar nicht. Also es geht nicht. Ohne Geld geht's nicht. Und da wir so abhängig vom Geld sind und uns ja gelehrt haben, dass wir Geld zu wenig gibt, sind wir andauernd in ein Mangeldenken und wir haben keine Verankerung auf Erde, keine Verankerung im Leben. Und darum ist der große Wunsch, Geld, der große Wunsch von vielen, von allen, aber nur, um sich verankern zu können. Wenn du schaust, was brauche ich für meine Sicherheit, dann ist schon auch Geld spielt schon auch eine Rolle, aber lang nicht mehr so viel, sondern ein Grundstock, eine Arbeit oder. Da ist dann, die Sicherheit ist viel tiefer. Und dann kannst du schauen, ja, wenn ich das jetzt habe, sagen wir mal 1200 Euro im Monat, das sage ich jetzt einfach mal, oder 1000, ist ja wurscht, damit komme ich jetzt aus. Also wird dies meine Sicherheit. Und dann kann ich sagen, ja, und was brauche ich jetzt, um glücklich sein? Und dann siehst du auf einmal, was dir abgeht. Vielleicht geht dir Liebe ab. Und das ist dann meistens Selbstliebe.
Natur ab. Ja, aber das kannst du alles ändern, auch wenn du keinen Garten hast, kannst du in die Natur gehen. Dann kannst du dahinter schauen, was macht dich eigentlich wirklich glücklich. Dieses Geld ist nur eine Grundlage, nur eine Verankerung in uns. Und das war jetzt bloß ein Beispiel, weil hier heißt, du kriegst hier plötzliche neue Energien, um deine Manifestation in die Heilung zu bringen. Das heißt, diese Lügen abzuschaffen, indem du dich hinterfragst, warum will ich das denn? Warum will ich das manifestieren? Und ich glaube, mit dem Wort Sicherheit bist du schon auf einem guten Weg. Denn das hängt damit ganz, ganz, ganz fest zusammen. Und wenn du dir jetzt einen Partner wünschst, der dich wirklich innig liebt, der immer zu dir steht, dann frag mal, warum. Sicherheit. Es ist immer dieses Grundbedürfnis der Sicherheit, was uns viele von uns fehlt, weil wir immer in einem Mangel sind. Und da war das Geld nur ein Beispiel, weil es eben diesen Mangel so gut wie jeder hat. Aber auch den Mangel der Liebe haben ganz viele Menschen. Und den Mangel der Liebe zum Beispiel, so lang. Den Mangel der Liebe kannst du zum Beispiel ganz leicht auffüllen, indem du lernst, dich selbst zu lieben. Das mag vielleicht doof klingen, aber genauso ist es. Und ich habe das an eigenen Leib erlebt. Seitdem ich mich selber wirklich von Herzen liebe, brauche ich das nicht mehr im Außen. Ich brauche es einfach nicht mehr. Ich bin in jungen Jahren habe ich mich an einen Partner gebunden und dann ist mir immer wieder passiert, dass ich gesagt habe, irgendwann wache ich auf und denke mir, oh, ich will den nicht mehr. Weil meine Liebesflasche ist jetzt voll gefüllt, die ist jetzt voll, ich brauche den nicht mehr, weil ich ihn nur dafür gebraucht habe, mein Liebesbarometer wieder nach oben zu bringen. Ich habe nicht ihn geliebt, sondern das, was er mir geben kann. Und wenn das dann voll war, habe ich erkannt, nee, diese Energie, die dieser Mensch hat, will ich eigentlich gar nicht. Das ist mir wirklich in jungen Jahren, so zwischen 16 und 18, passiert. Und ich war immer völlig von den Socken. Ich war ja so fürchterlich verliebt und überhaupt. Und dann wieder nichts. Das war aber meistens ich. Da musste ich aber auch erst drauf kommen, warum das so ist. Das ist einfach nur, und da habe ich auch lang gebraucht. Und mich selbst zu lieben, habe ich vor einigen Jahren gelernt, aber nicht irgendwo auf Seminaren oder so, sondern indem ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und einfach, was liebe ich an mir, in mir, ich bin von innen, ich gehe von innen nach außen, immer. Kann ich mich selber, die Diana, die der Mensch jetzt hier ist, kann ich die lieben oder kann ich die nicht lieben? Und wenn ich sie nicht lieben kann, warum nicht? Das kann man nämlich dann auch wieder ausmerzen. Also, das ist auch sowas, wo ich sage, das ist eigentlich ganz einfach. Das dauert halt bloß ein bisschen, man muss hier damit tun. Und wenn man mit Leidenschaft an der Lüge arbeitet, die erkannt wird, und diese Energien kommen jetzt, dass du erkennst, was an deiner Manifestation nicht passt, gehst du automatisch in die Heilung. Und dann wird die Manifestationsenergie viel stärker, weil mehr Wahrheit dahinter steckt, mehr Power dahinter steckt. Gut, schöne Dinge liegen hier auch mit Leidenschaft. Da auch eine kleine Lüge drin. Keine Ahnung, das wird jeder für sich wissen. Hängt vom Partner ab, hängt mit dem Partner zusammen. Kann ein Lebenspartner, kann aber auch ein Sport oder was weiß ich was für ein Partner sein. Wo man zwar hier schöne Dinge erlebt, aber irgendwas nervt und da ist dann die Lüge drin. Vielleicht irgendeine Energie und eine Art an den Menschen, die ich nicht leiden kann, aber ansonsten kann ich den gut leiden und übergehe das. Auch möglich. Es muss nichts großartig sein. Und hier liegt die Arbeit drin. Das heißt, manche Menschen müssen arbeiten. Das wissen wir, das nervt, ist schon klar. Aber auch hier spielt das Gleiche eine Rolle. Emotionen erkennen, Emotionen aufarbeiten. Dann kommt man in die Heilung und zu seinem wahren Ich. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe
drei Lehrkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.